Hallo? Wunderschönen guten Tag, ja. Guten Tag, Herr Toffer. Mein Name ist Hanne Stein und ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse am Finanzmarkt. Ich rufe Sie von Crypto Genius, ja? Sie haben Ja. Interesse. Okay, sehr gut. Wie ich schon gesagt habe, ich bin Hanne Stein. Ich bin Ihre offizielle Ansprechpartnerin und werde Ihnen dabei helfen, Ihr Handelskonto richtig zu aktivieren, okay? Hallöchen, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit eingeschaltet habt. Ihr habt schon die Hanna Stein gehört. Natürlich haben wir hier wieder eine Hanna Stein am Apparat. Oh Mann. Also, ich verstehe immer nicht, wie die sich selbst ernst nehmen können, mit dem Akzent und immer wieder einen deutschen Namen. Dass da irgendetwas nicht so richtig mit rechten Dingen zugehen kann, das hört man hier schon. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefongespräch. Okay, super. Herr Toffer, am Anfang sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung oder ist das erste Mal für Sie? Nee, ist ganz neu. Aha, haben Sie gar keine Erfahrung, ja? Gut, Sie Richtig. haben die richtige Entscheidung getroffen. Ganz genau darum, Sie bekommen von unserer Seite den ganzen professionellen Unterstützung, ja? Ja. Das bedeutet, Sie werden immer Kommunikation haben mit Ihrem persönlichen Finanzberater, ja? Sie bekommen von unserer Seite Ihre persönliche Finanzberater, ja? Und Toll. diese Person wird für Sie die wichtigen Positionen öffnen und schließen am Finanzmarkt. Diese Person ist Profi in diesem Bereich und das Einzige, was Sie benötigen zu machen, ist Ihr Finanzberater zu folgen, okay? Aha. Ja, also das Wichtigste, was ich machen soll, ist meinem Finanzberater dann zu folgen. Tja, dass es dazu schon wahrscheinlich gar nicht kommt. Also bis zum Finanzberater. Tja, das wissen hier die meisten an der Stelle natürlich noch nicht. Ihr werdet hier angerufen, nachdem ihr euch bei irgendeiner tollen Werbung angemeldet habt, und dann meldet sich hier mit sehr stark ausländischem Akzent einer Hanna Stein. Also das ist ja schon mal sehr vertrauenserweckend. Vor allem redet sie hier wahnsinnig schnell, erzählt schon von vornherein, was die für mich machen, aber naja, so richtig erzählen tut sie ja nicht. Sie sagt ja nur, dass ich dann so einen Finanzberater bekomme, wenn ich da mein Geld einzahle. Das Problem ist, dass sich danach in den allermeisten Fällen kein Finanzberater mehr meldet, sondern ja, niemand mehr. Dann ist die Webseite spätestens nach 2, 3, 4, 5, 6 Monaten offline und das war's dann. Zurückrufen kann man diese netten Firmen in der Regel nicht, da die Rufnummern gar nicht existieren, die im Display stehen. Auf der Webseite gibt's keinen Kontaktformular und wenn doch, dann, naja, heißt das nicht unbedingt, dass da jemand antwortet. Und ein Impressum findet man auf diesen Webseiten zu 99% auch nicht. Und selbst wenn doch mal eins dabei ist, dann sollte man hier ganz genau hinschauen, ob das Impressum überhaupt zur Webseite passt und nicht geklaut wurde. Und Sie haben gesagt, dass Sie keine Erfahrung haben, ja? Ja, und jeder Finanzberater arbeitet individuell mit den Kunden, ja? Aha. Und Sie bekommen auch Zugangsdaten von meiner Seite und Sie können selber kontrollieren, welche Profite und Gewinne haben Sie, wie hier alles funktioniert und so weiter und so fort, okay? Okay, Herr Toffel, Sie machen selber gar nichts und das Einzige, was Sie benötigen, ist ein- oder zweimal mit Ihrer persönlichen Experte sprechen, okay? Okay. Herr Toffel. Hallo? Ja. Was denn? Sie sprechen nicht weiter. Hallo. Hallo? Ja. Ja. Herr Toffel, sagen Sie mir bitte, welche Forschungsmethode Ich haben kann Sie? Sie kaum hören. Wie bitte? Jetzt höre ich Sie wieder. Okay. Jetzt, Herr Toffel, jetzt werden wir Ihr Handelskonto zusammen aktivieren. Was machen Sie? Darf ich fragen? Was meinen Sie? Was meinen Sie Okay, denn? warten Sie bitte ganz kurz. Ich leite Sie weiter, okay? Eine Minute Warum? bitte. Hallo, schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Toffel? Ja, Herr Karl Toffel. Na, also die netten Geräusche im Hintergrund, die habe natürlich ich hier eingefügt, also während des Gesprächs, damit die nette Mitarbeiterin hier von Anfang an ein kleines bisschen überfordert ist. Was mich aber jetzt hier irgendwie selbst irritiert, warum werde ich denn jetzt hier eigentlich schon wieder direkt an den nächsten Mitarbeiter weitergeleitet? Ich dachte, die erste Mitarbeiterin wollte doch jetzt hier alles mit mir durchgehen und mir erklären, was ich da so zu tun habe, um da mein Geld loszuwerden.
Ja, und dann werde ich auf einmal an jemand anderes verbunden. Was hier tatsächlich sogar mal beeindruckend ist, was sehr, sehr, sehr selten vorkommt, dass wenn ich an einen anderen Mitarbeiter weitergegeben werde, dass ich hier dann Musik in der Warteschleife habe. Normalerweise ist das Ganze so, dass die einfach ihr Headset weiterreichen und dass die sich da gegenseitig ihr Ohrenschmalz ein bisschen austauschen. Aber mit Warteschleifenmusik ist in der Tat mal was ganz Neues. Hatte ich so noch ganz selten. Also es gab's schon mal, aber wie gesagt, sehr, sehr selten, dass die so professionell ausgestattet sind. Wahrscheinlich hat die mich jetzt hier einfach an jemanden Neuen durchgestellt, der gar nicht weiß, worum es geht. Na, wir schauen mal, wie es weitergeht. Herr Toffel, also ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung, ja, Herr Toffel? Aber ja, das hat ja schon die Frau gerade eben gesagt. Genau, Herr Toffel. Und sagen Sie mir bitte, Herr Toffel, ich werde Sie begleiten, ja? Ja. Herr Toffel, sagen Sie mir bitte, haben Sie in diesem Bereich Erfahrung oder sind Sie ganz neu bei uns? Ja, aber warum ist denn jetzt eine andere Frau dran? Weil ich bin auch also Manager von Frau Hanna Stein, ja? Und deswegen, also ich werde Sie begleiten, ja? Ja, aber warum denn jetzt auf einmal? Also, das ist unsere Sache, ja, Herr Toffel. Also, ich bin Manager, ja? Ich finde das komisch. Herr Toffel, sagen Sie mir bitte, also, Sie sind neu, ja, bei uns? Ja, das habe ich ja auch der anderen Tante schon gesagt. Ich möchte einfach überprüfen. Ja, ich möchte einfach überprüfen. Herr Arbeitet Toffel, die nicht richtig? Warum fragen Sie das? Woher haben Sie das gedacht? Naja, weil ich ja jetzt einfach weitergegeben wurde. Ja, Herr Toffel, also Sie wissen das, es gibt Manager auch und es gibt Angestellte auch, ja? Aha. Ja, möchten Sie auch also wieder mit Frau Stein reden? Ja, mir ist egal, aber ich verstehe halt nicht, warum ich einfach weitergegeben werde. Ja, ganz genau. Ich werde einfach weitergereicht an eine andere Mitarbeiterin, die angebliche Managerin, die andere war ja nur Mitarbeiterin. Ist schon irgendwie komisch und abwertend, finde ich. Also untereinander. Aber ich frage nach, warum ich denn jetzt hier weitergegeben werde und es interessiert die überhaupt nicht. Also da kriegt man einfach nur eine dumme Antwort von der netten Lady. Weiß ich nicht. Also ich gehe ja jetzt schon davon aus, dass mir als Kunde schon zusteht, dass ich in Erfahrung bringen darf, warum ich einfach weitergereicht werde am Telefon und die Erste nicht mit mir weitermachen kann. Ist ja auch schon wieder richtig mysteriös und unseriös vor allem. Aber gut, schauen wir mal weiter. Herr Toffel, also wie gesagt, Frau Stein ist Angestellter, ja, ich bin Ihre Managerin, ja, Kontomanagerin. Herr Toffel, haben Sie Fragen? Natürlich, ich werde Ihnen alles erklären, ja, wie es läuft, wie es passiert und so weiter und so fort, ja, natürlich. Also wissen Sie, wie es läuft, wie es passiert, also was bekommen Sie von unserer Seite, Herr Toffel? Sie wissen, dass es die Investition ist 250 Euro, ja? Ach so, nee, das hat sie nicht gesagt. Ich sage das Ihnen, das erste Investition ist 250 Euro und nach erster Investition Ihr Handelskonto wird aktiviert, ja? Und nach dieser Aktivierung, Sie bekommen von unserer Seite Zugangsdaten, womit Sie werden einloggen und Sie werden sehen, Ihr Handelskonto, natürlich Ihren Betrag wird reflektiert auf Ihrem Handelskonto, ja, Herr Toffel? Ja, und danach also bekommen Sie von Ihrem Finanzberater einen Anruf, damit Sie können schon einsteigen und dann fangen zu handeln, ja, Herr Toffel? Sagen Sie mir bitte, was ist Ihr Ziel und Motivation? Haben Sie bestimmte Wunsch, was Sie erreichen möchten? Ja, Geld. Geld verdienen. Und haben Sie bestimmte Wunsch, womit, mit welcher, also dieses Geld ausgeben möchten? Zum Beispiel viele Kunden sagen, dass sie möchten ein Auto kaufen oder ein Haus renovieren zum Beispiel. Haben Sie solche Wunsch? Also schon alleine diese Frage. Wofür ich denn jetzt hier das Geld ausgeben möchte, was ich da angeblich verdienen würde, ist ja schon wieder der absolute Kracher. Also geht mal zu eurer Bank und macht da irgendeinen Kredit oder sowas. Ja, natürlich, da steht dann, dass man da einen Hauskredit macht. Aber wenn ich jetzt in irgendwelche Finanzprodukte investiere, was hier auch bei eurer Bank geht, dann fragt euch da keiner, wofür wollt ihr die Gewinne ausgeben? Das kann man vielleicht in einem persönlichen Gespräch mit der netten Banktante, die man sowieso schon viele Jahre hat, machen. Aber ich glaube nicht, dass da einer so einfach nachfragt, wozu das ist der Gewinn, also was ich damit machen möchte. Ein Auto kaufen oder sowas, das ist doch Blödsinn.
Also ich investiere ja hier am Aktienmarkt, da weiß ich ja noch nicht mal, ob ich überhaupt was gewinne oder alles verliere. Hier bei dieser Firma verliere ich definitiv alles, weil die stecken sich das Geld, was man da überweist, einfach nur in die Tasche und machen sich dann nachher zum Staub. Aber die Frage, die ist ja hier schon wieder absolut unseriös. Und wenn ich jetzt am Tradingmarkt trade, dann geht es darum, wie ich mein Geld einsetzen möchte. Für welche Papiere, für welche Wertpapiere ich da kaufen möchte oder welche, in welche Aktien ich investieren möchte. Oder in, also überhaupt, in welche Produkte ich spekulieren oder bei welchen Produkten oder mit welchen Produkten ich spekulieren möchte, aber nicht, was ich da mit dem Geld nachher machen möchte. Und das dient einfach nur dazu, damit euer Zahn wieder schön ordentlich tropft und ihr da Bock habt, euer Geld reinzustecken. Das ist der einzige Grund, weil dann macht man sich jetzt hier an dieser Stelle nämlich Gedanken, ja, was möchte ich denn Schönes erreichen mit dem Geld? Möchte ich Schulden bezahlen? Möchte ich mir ein Haus kaufen oder ein Auto kaufen? Ja, und dann ist dieser Wunsch natürlich erstmal über allem. Und dann ist das Geld, was ich da investiere, natürlich ja nur eine kleine Summe. Für meine Zukunft sozusagen. Ja, dazu soll das Ganze hier sicherlich dienen. Mehr Hintergrund hat das hier definitiv nicht. Nee, meine Wünsche sind einfacher. Einfacher? Okay, das ist kein Problem. Also Sie möchten zuerst einfach natürlich also ausprobieren, ja, wie es läuft und wie es passiert, ja, Herr Toffel? Alles klar, überhaupt kein Problem. Ja, Toffel, ja, wie gesagt, Ihre Investition ist 250 Euro, ja, und danach von unserer Seite bekommen Sie Zugangsdaten, ja, Herr Toffel? Ja, okay. Dann, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, wir können schon weitergehen und Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Und danach, wie gesagt, von unserer Seite bekommen Sie Zugangsdaten, ja? Gehen wir weiter? Okay, alles klar. Ja, Toffel, dann sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmöglichkeiten benutzen Sie? Benutzen Sie vielleicht PayPal? Weil natürlich haben wir PayPal, ja? Und es ist, wie gesagt, also schnellste Zahlungsmöglichkeit, ja? Haben Sie PayPal? Nee. Okay. Nee, haben Sie nicht? Nee. Okay, Herr Toffel, ich habe, also ich höre Hintergrund, also Geräusche, ist alles gut bei Ihnen? Ja. Okay, weil es, also akustisch höre ich Sie nicht so gut, deshalb habe ich Sie gefragt. Ach so. Genau. Ist alles gut? Ja, ja. Okay, deshalb akustisch. Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Vielleicht, ja. Okay, deshalb habe ich Sie gefragt. Ja, also ich war so ein bisschen schwierig. Ja, Herr Toffel. Okay, Herr Toffel, wie verstehen Sie Finanzmarkt, ja? Also wie denken Sie, welche Erwartungen haben Sie? Also wie denken Sie, also wie viel können Sie verdienen? Weiß ich nicht. Wie viel kann man denn da verdienen? Genau so. Das ist standardische Frage, was ich also meine Kunden stelle, ja? Wie viel kann man verdienen, ja? Das ist, genau, alles klar. Okay, dann können wir, Herr Toffel, diese Transaktion jetzt machen, diese Investition, womit wir Ihr Handelskonto also aktiviert, ja? Sie haben mir gesagt, dass Sie benutzen PayPal. Ja, haben Sie auf Ihrem PayPal-Konto 250 Euro natürlich, ja? Ich habe kein PayPal. Sie haben kein PayPal. Benutzen Sie Online-Banking oder... Also, sie fragt mich, was ich so für Fragen über den Finanzmarkt habe und ich stelle ihr die Frage, was ich da so verdienen kann. Sie antwortet darauf, ja, das ist die Standardfrage, die alle Kunden sie fragen. Eine Antwort habe ich darauf nicht bekommen. Sie hat einfach weiter in ihrem Programm gemacht. Davon abgesehen hat sie ja vorhin schon mal PayPal aufgezählt. Und da habe ich gesagt, nö, ich habe kein PayPal. Und jetzt sagt sie, sie haben ja gesagt, sie haben PayPal. Also zuhören kann die nette Tante auf jeden Fall nicht und Fragen beantworten auch nicht, obwohl sie gesagt hat, ich soll ihr meine Frage stellen. Also sie hat es anders formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Und antwortet dann darauf nicht. Ja, und dass ich keinen PayPal habe, hat sie irgendwie vollkommen ignoriert. Aber übrigens zum Thema PayPal. Bei PayPal gibt's ja normalerweise den PayPal-Käuferschutz. Dieser greift hier in diesem Fall allerdings nicht. Denn wenn man in irgendwelche Digitalprodukte investiert oder ja diese mit PayPal kauft, also beispielsweise ihr kauft einen Download und ladet das dann runter irgendwas, ja, also beispielsweise ein Microsoft-Schlüssel, dann ist das ein virtuelles Produkt. Hier gilt der PayPal-Käuferschutz schon mal definitiv nicht. Und auch nicht in Auslandstransaktionen. Das heißt, wenn ihr irgendwo ins Ausland Geld mit PayPal bezahlt, gibt's ja auch nicht unbedingt den PayPal-Käuferschutz. Tja, und dementsprechend ist das hier auch in diesem Fall dann keine sichere Bezahlmethode. Kreditkarte? Welche benutzen Sie? Kreditkarte oder benutzen Sie Online-Banking? Ja, das habe ich.
Online-Banking haben Sie? Ja, beides. Beides. Okay, dann können wir, also, welche möchten Sie zu benutzen? Online-Banking oder Kreditkarte? Was ist denn da besser? Da, wir können das also mit Kreditkarte versuchen. Das ist natürlich auch ganz einfach und wir können das ganz schnell natürlich also machen. Ja. Okay, ich werde in diesem Fall Ihre E-Mail-Adresse überprüfen, was Sie... Ja, also alle Einzahlmethoden, die man hier hat, ja, sind alle dann dementsprechend nicht sicher. Mit der Kreditkarte ist das Geld weg, mit PayPal ist das Geld weg und wenn ihr das manuell selbst überweist, ebenso. Das ist tatsächlich so auch leider üblich am Finanzmarkt. Oder was heißt leider, es geht halt auch nur so. Denn wenn ihr zu irgendeinem Online-Broker, wenn wir jetzt von einem legalen und seriösen Online-Broker ausgehen, da ja investiert ihr ja das Geld in einen hochspekulativen Markt. Und da habt ihr definitiv dann auch nicht die Möglichkeit, euer Geld wieder zurückzubekommen, wenn es dann einmal weg ist. Und so ist es eben auch bei den Betrügern dann letztendlich. Habt ihr da euer Geld überwiesen, dann ist das eine Einbahnstraße. Ihr kriegt dort nichts zurück, auch wenn die euch das hier hoch und heilig versprechen. Auch wenn da mal irgendjemand Nettes am Telefon ist und nett klingt. Ja, aber nett ist die kleine Schwester von, ihr wisst schon Bescheid. Bei uns eingegeben haben, ja? Ist das karl.toffel@gmx.net, ist das richtig? Okay, alles klar. In diesem Fall werde ich Ihnen unsere offizielle Zahlungsmethode senden, ja? Ja. Unter Ihre E-Mail-Adresse, ja? Einen kleinen Augenblick bitte, ja? Ja, ja. Alles klar. Also werde ich also Zahlungsmethode, ja, schreiben, ja? Einen kleinen Augenblick bitte. Sagen Sie mir bitte zuerst, sind Sie jetzt mit dem Handy oder benutzen Sie gerade Computer? Jetzt gerade das Telefon. Das Telefon, aber haben Sie dabei jetzt also in der Nähe Computer? Das habe ich. Okay, also mit dem PC wäre es also einfacher für Sie? Das ist mir egal. Okay, können Sie bitte Computer einschalten? Das wäre einfacher für Sie. Ich warte auf Sie auf der Linie. Okay, sehr gut. Was ich denn? Ich warte auf Sie. Nein, nein, ich bleibe auf der Linie und ich warte auf Sie, bis Sie Ihr PC einschalten. Okay. Okay, nehmen Sie Zeit, ruhig, kein Problem. Und sagen Sie mir, wenn es schon hochgefahren ist, ja? Ja, also hier geht's wieder nur ums Bezahlen. Nicht um die Freundlichkeit, nicht um Smalltalk, nicht um Vertrauen aufbauen. Sie sagt jetzt hier einfach überhaupt nichts mehr in der Zeit, wo wir sie warten lassen, wo ich angeblich den Computer extra für sie hochfahre. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Selbst wenn sie jetzt irgendwas noch anderes nebenbei machen wollen würde, dann könnte man ja sagen, ich mach mal kurz mein Mikrofon aus, ich bin gleich wieder für Sie da, fahren Sie erstmal in Ruhe Ihren Computer wieder hoch und wir treffen uns jetzt in zwei Minuten wieder am Telefon oder so ähnlich. Na, aber anstatt hier irgendwie Smalltalk zu halten, eine Freundlichkeit aufzubauen oder vielleicht mal Vertrauen zu erwecken, nö, da wird einfach das Mikrofon ausgemacht, weil man in der Zeit gar nicht weiß, was man sagen soll. Ja, wie auch, wenn man kaum der deutschen Sprache mächtig ist. Die können das, was sie da eben vorlesen sollen, die können das, was dazu reicht, um euch das Geld irgendwie aus der Tasche rauszuholen. Ja, aber wenn es dann mal um Fragen beantworten geht oder um irgendwas Seriöses, dafür reicht das dann wahrscheinlich schon nicht mehr aus. Ich meine, man könnte sich ja in der Zeit auch mal wenigstens über das Wetter oder so unterhalten. Ne? Das baut ja auch Vertrauen auf zum Kunden. Ist zumindest, so wie ich es kenne, bei normalen Firmen immer so. Wenn ich jetzt bei der Telekom anrufe und hab da jemanden dran und soll mich legitimieren und ich habe jetzt zum Beispiel vergessen, meine Daten irgendwie bereitzulegen und muss jetzt noch eine Weile kramen, dann unterhalten die sich ja auch irgendwie mit mir. Und wenn sie nur in der Zeit eben nochmal erklären, warum sie das denn jetzt brauchen. Aber das hier ist halt wieder typisch für die netten Telefonbetrüger. Herr Toffel, wie weit sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt schon im Flur. Wie bitte? Ich bin schon im Flur. Aha, und da macht man dann erstmal sein Mikrofon wieder aus und sagt eine ganze Weile nichts.
die Stellen in den Videos, also in allen Videos, wo die Betrüger immer nichts sagen, die habe ich hier natürlich auch jeweils immer rausgeschnitten. Das heißt, ihr müsst natürlich nicht so lange warten, wie ich die Betrügerin habe warten lassen. Dadurch, dass ich ja meistens einen Haushalt nebenbei mache, wenn ich die Betrüger hier am Telefon habe, also das Telefon klingelt, ich gehe rein und fange dann mit dem Haushalt an. Stört mich das jetzt natürlich nicht, wenn ich die da einfach in der Warteschleife oder an der Leitung hängen lasse. Ja, aber weiß ich nicht. Wie gesagt, man könnte die Zeit ja auch sinnvoll nutzen. Und hier machen sie ja teilweise auch einfach dann wortlos das Mikrofon aus und belassen es dann dabei, dass sie sich nicht mit euch unterhalten. Das ist schon irgendwie komisch. Also definitiv. Zumindest dadurch, dass ich in diesen ganzen Videos wahnsinnig viel Sprechpausen rausschneide, ist nicht mal meine Einsprecher, die ich hier in den Videos habe, mehr als das Telefongespräch ursprünglich mal war. Oftmals schneide ich, wenn es gerade ein bisschen länger war, das Gespräch, schneide ich doch gerne mal 20, 30 Minuten raus, wo überhaupt nicht gesprochen wurde, wo wir uns einfach ein bisschen angeschwiegen haben, weil mein PC erstmal in Ruhe hochfährt. Oder der Finanzberater dann wieder sich irgendwie mit anderen unterhalten muss und dann das Mikrofon ausmacht. Dadurch entstehen natürlich jede Menge Sprechpausen. Das sind aber auch die Pausen, die ich dann halt eben für meine Einsprecher benutzen kann. Und dementsprechend sind die Telefongespräche, die ihr hier hochgeladen bekommt, im Endeffekt selten länger als das ursprüngliche Gespräch mal war. Also ist ja PC schon hochgefahren, Herr Toffel? Ja, gleich. Okay, kein Problem. Mhm. Und dann überprüfen Sie bitte also Ihr Posteingang, ja? Ja. So, jetzt habe ich den Computer an. Okay. Muss der erstmal hochfahren. Genau, genau. Mhm. Kein Problem. Ja. Und dann redet sie wieder ewig mit uns nicht. Es ist schon wahnsinnig. Ja, die warten einfach nur ab, dass ihr das da schnellstmöglich erledigt, was sie von euch haben will. Hier in dem Fall erstmal einen Computer einschalten, damit sie uns ordentlich bescheißen kann. Ja, und es ist nicht nötig, irgendwie mit dem Kunden in Kommunikation zu stehen. Nee, weil es geht ja am Ende nur darum, dass die an euer Geld kommen, nicht um Smalltalk oder irgendwas dergleichen. Schon Wahnsinn. Wie wär's denn mal nebenbei schon mal mit einer Beratung? Könnte man da nicht irgendwie die Zeit sinnvoll nutzen und füllen, indem man dann schon mal was über das Produkt erklärt? Ja, daran sieht man einfach nur wieder, dass es nur darum geht, dass ich genau das tun soll, was sie eigentlich von mir will. Und damit ich auch das mache, was sie möchte und nicht irgendwie abgelenkt bin, sagen die dann in der Zeit einfach überhaupt nichts mehr. Genau, und dann überprüfen Sie also Ihre E-Mail, ja? Posteingang. Ja. Okay. Also von meiner Kollegin von Hanna Stein angekommen sein, ja? Unsere offizielle Zahlungsmethode vor Kreditkarte. Mhm. Mhm. Das ist schön. Genau. Und bitte lesen Sie mir vor, was Wittstein ausbetrifft, ja? Ja. Wenn Sie diese neue E-Mail bekommen, ja? Ja. Haben Sie denn schon die E-Mail verschickt? Natürlich, habe ich schon geschickt. Okay, dann gucke ich da gleich mal nach. Okay, ich warte auf der Linie. Ja. So, jetzt habe ich den Computer fertig hochgefahren. Okay, super. Mhm. Gleich kann es losgehen. Okay. Also loggen Sie sich ein in Ihre E-Mail. Mhm. Hier ist auf jeden Fall im Hintergrund wieder schön zu hören, dass sie da definitiv auch nicht allein in dem Büro sitzt und dass es sich wohl hier um ein etwas größeres Büro handelt. Ja, und dass der Betrug definitiv nicht von einer Einzelperson begangen wird oder von einem ganz kleinen Team. Nein, das wird ja wieder in einem großen Stil abgezogen, dass man möglichst viele Menschen gleichzeitig anrufen kann, um an möglichst viel Geld gleichzeitig zu kommen. So, und wo ist jetzt die Nachricht? Okay, also es soll in Posteingang sein, ja? Hm. Haben Sie überprüft? Wo denn da genau?
Also, ich habe unter diese E-Mail-Adresse gesendet, k.toffel@gmx.net. Ja. Genau, es soll auf jeden Fall unter Ihrem Posteingang sein, ja, gelandet wurde, ja? Wo genau. denn? Posteingang. Überprüfen Sie bitte. Ja. Posteingang. Ich bin im Posteingang. Aber ich sehe das nicht. Da ist nichts. Haben Sie die E-Mail auch wirklich versendet? Ja, genau. Aber die ist nicht im Posteingang. Hallo? Ja? Die ist nicht im Posteingang, die E-Mail. Okay, ich überprüfe es. Moment mal bitte. Ja. Soll ich Ihnen mein Passwort geben? Dann können Sie mal gucken. Also, Ihren Passwort soll ich also nehmen und ich kann es überprüfen? Ja. Okay, einen kleinen Augenblick bitte, Moment. Okay, Herr Toffel, okay, ich werde Ihnen weiterleiten an meine technische Abteilung, damit Herr Kappel kann Ihnen dabei helfen, ja? Mhm. Ihre E-Mail zu finden. Moment mal bitte. Mhm. Das ist schön. Hallo, guten Tag. Also bekommen wir jetzt hier die dritte Person an den Apparat. Dieses Mal gab es irgendwie keine schöne Warteschleifenmusik. Da haben sie wohl wieder gegenseitig Ohrenschmalz ausgetauscht. Ich weiß mal nicht. Und was soll der jetzt hier mit mir? Also ich brauche jetzt eine technische Abteilung, um meine E-Mail zu finden. Also ich brauche erst jemanden, der mich begrüßt am Telefon. Dann brauche ich jemanden, der mir eine E-Mail zuschickt. Und dann brauche ich jemanden von der technischen Abteilung, der die E-Mail bei mir findet. Das ist schon irgendwie höchst interessant. Guten Tag. Johann Gurken am Apparat. Spreche mit Herr Toffel? Ja. Okay, Herr Toffel, ich werde Ihnen dabei helfen, okay? Ja. Alles bis zum Ende zu machen, okay. Der hört sich aber auf jeden Fall wieder definitiv so an, als wäre er in einem anderen Leben nicht die technische Abteilung, sondern selbst ein Kundenberater. Weil ich glaube, der hieß in vielen anderen Telefonaten schon Jack und irgendwie auch anders. Und den hatten wir, glaube ich, sogar im Video vor 2 Tagen. Mit dem netten Herrn, der den Namen nicht sagen wollte. Hier hat es ja dem Anschein nach geklappt, dass er den Namen direkt mal sagt. Schon irgendwie verwirrend. Auf jeden Fall finde ich das doch sehr verdächtig, dass die Stimme hier schon wieder sehr bekannt vorkommt. Sagen Sie bitte mir, wo befinden Sie sich? Im Badezimmer. Im Badezimmer, okay. Was machen Sie da? Jetzt halt gleich ein Kackchen. Okay, haben Sie das erfolgreich gemacht? Ja. Auch höchst interessant ist, dass ich ja da jetzt mittlerweile scheinbar auf Lautsprecher bin und die beiden Ladies sich von vorher wohl im Hintergrund sehr darüber amüsieren, was ich da gerade losgetreten habe. Ich meine, dass das Gespräch jetzt keine seriöse Form mehr annehmen kann, ist ja, denke ich mal, klar. Aber trotzdem verwirrend. Also hören die also alle mit, was der eine da am Telefon so sagt. Also sobald die das Gefühl haben, dass der Kunde zu blöd ist, da Geld einzuzahlen, oder wie auch immer, machen die einen auf Lautsprecher und machen sich dann über die Leute auch noch lustig, wo sie versucht haben, das Geld abzuziehen. Ja, also mit seriös, Datenschutz und so weiter hat das, glaube ich, alles nichts mehr zu tun. Steht das Successful mit grüner Farbe? Was? Ich meine, steht das Successful mit grüner Farbe? Ich verstehe den Wort nicht. Also, okay. Wenn Sie haben alles beendet da, ja, Sie können alles weitermachen. Okay? Ja, ja. Okay, am Anfang brauchen Sie am Computer zu sitzen und nicht am Monitor, ja? Und danach alles geht weiter. Okay? Ja. Okay, Herr Toffel, also, sind Sie Toffel wie Kartoffel oder wie Teufel? Nee, Kartoffel. Kartoffel, okay. Weiter. Also sagen Sie bitte mir, haben Sie Ihre Computer schon angeschaltet? Ja. Das habe ich mit der Frau zusammen gemacht. Also, hat sie schon beigeholfen. Das ist das zweite Mal. Was? Nein, nichts. Haben Sie Ihre Computer schon angeschaltet? Ja. Okay. Und warum höre ich solche Geräusche denn? Weiß ich nicht. Ich bin ja noch auf Toilette. Also, okay. Wie lange brauchen Sie da bleiben? Na, ich bin gleich fertig. Ich muss nur noch die Kackstreifchen wegmachen.
Okay. Machen Sie das mit Ihrem Handy? Und bevor hier wieder ganz viele Vermutungen in den Kommentaren losgetreten werden, nein, ich mache den Haushalt nebenbei. Und da kann es natürlich schon mal sein, dass ich auch gerade im Badezimmer die Kloschüssel nebenbei sauber mache. Und ja, dass eben auch mal der Abzug zu hören ist. Natürlich kann es auch sein, dass ich aus Versehen mal mit Absicht das Knöpfchen gedrückt habe und den Hörer schön möglichst nah an die Spülung gehalten habe. Um die netten Mitarbeiter auf der anderen Seite ein kleines bisschen zu verwirren. Scheint ja auch prima zu funktionieren. Auf jeden Fall trägt's ordentlich zur Belustigung des gesamten Callcenters bei, so wie man das ja im Hintergrund hier hört. Sie können ja auch die Lautsprecher schalten und so mit zweiter Hand arbeiten. Oder sind bei Ihre beide Hand also beschäftigt? Jetzt bin ich gerade beschäftigt. Die Toilette ist verstopft. Also haben Sie kein Wasser mehr? Doch, ich habe noch Wasser. Wieso ist bei Ihnen das Wasser aus? Also haben Sie Computer, also haben Sie Laptop wahrscheinlich? Nee, ich habe einen Computer. Normale PC haben Sie? Ja. Also es steht im Badezimmer? Nee, im Büro. Nee, im Büro, okay. Können Sie irgendwie im Büro? Ja, okay. Da komme ich jetzt gleich wieder an. Okay, machen Sie das. So, jetzt bin ich gleich wieder am Computer. Wo muss ich denn jetzt drücken? Weil wir sind ja da beim Öffnen von die E-Mail. Und da ging das irgendwie nicht weiter. Und jetzt sprechen Sie gar nicht mehr mit mir. Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Hallo? Also, so kann ich... Weiß ich nicht, so wird es nichts. Wenn wir nicht miteinander sprechen. Lieber Herr? Hallo? Was machen wir jetzt so lange? Ja, nichts machen wir mehr so lange. Der nette Mitarbeiter hat dann aufgelegt. Sehr, sehr schade. Obwohl ich gerade zurück ins Büro gehen wollte. In der Tat, also hatte ich da vor. Bei diesem Gespräch. Ja, dass das nicht seriös war, das erschließt sich wie immer von alleine. Ich find's nur sehr, sehr schade. Wir sind ja vom Prinzip her alle Menschen. Und eigentlich alle gleich. Aber irgendwie... Gibt's Menschen, die denken, die sind anders als andere Menschen und fühlen sich dazu, weiß ich nicht, berechtigt, anderen Menschen irgendwie Leid zuzufügen und denen das Geld zu klauen, was man zum Überleben nun mal braucht. Ja, und genau das ist auch der Punkt, warum ich diesen Kanal hier eben aufgemacht habe. Es werden Menschen betrogen und hier sind auch Menschen dabei, die vielleicht nicht unbedingt, naja, ich meine, wenn man sich eingetragen hat, hat man sich schon selbst eingetragen. Und wenn man da Geld überweist, hat man auch selbst Geld überwiesen. Aber es gibt eben Menschen, die können den Zusammenhang vielleicht einfach nicht verstehen, dass das hier nur Betrug sein kann. Und das schließt auch sicherlich darauf, dass viele Menschen davon betroffen sind, die eigentlich wenig Geld haben. Also wie zum Beispiel mit Hartz IV oder mittlerweile heißt es ja vielleicht schon Bürgergeld oder so, ich weiß es nicht. Aber letztendlich ist es ist einfach nur traurig, dass Menschen andere Menschen einfach bescheißen. Natürlich gibt es Betrug und ja solche Sachen leider viel zu viel auf unserem Planeten. Aber naja, ich versuche wenigstens ein paar Menschen vor sowas zu bewahren. Natürlich, nur weil ich jetzt diese Videos mache, erreiche ich jetzt hier nicht alle. Und natürlich werde ich nicht alle davor schützen können, vor irgendwelche Scheiße reinzufallen. Und natürlich werde ich auch nie alles behandeln können, was es an verschiedene Betrugsmethoden gibt. Doch ich versuche es wenigstens ein bisschen, dass ich irgendwie irgendwen damit erreiche, der nicht auf sowas reinfällt. In den Kommentaren ist das ein oder andere Mal ja zum Glück schon mal gewesen, dass man rechtzeitig mein Video gesehen hat. Ich meine, das kann ja tatsächlich passieren, ne? Wenn man sich jetzt damit beschäftigt, man trägt sich auf so einer Webseite ein, googelt danach ein bisschen auf YouTube rum und trifft dann tatsächlich auf so ein Video hier. Deswegen steht auch ganz oft im Videotitel Bitcoin, Finanzen, weil ich möchte genau diese Leute, die danach suchen, ja auch erreichen. Und ein bisschen Erfolg hat das Ganze ja vielleicht schon gebracht, weil der ein oder andere hat geschrieben, dass er tatsächlich dann nicht eingezahlt hat. Aber es passiert halt trotzdem immer wieder. Warum auch immer.
Das möchte ich mir gar nicht anmaßen, zu behaupten, dass alle Menschen dumm sind, die da Geld einzahlen. Denn das muss nicht zwangsläufig so sein. Also Bildung ist halt bei jedem unterschiedlich vorhanden und jeder Mensch ist halt auch unterschiedlich. Und deswegen, ich persönlich weiß nicht, warum man da einzahlt bei so einem Gestammel. Ich habe es ja auch schon in der Vergangenheit erzählt, dass ich selbst sowas mal hatte. Ganz früher, dass ich mich bei sowas mal eingetragen habe und seitdem klingeln die ja heute noch auf meiner privaten Handynummer durch. Es war nicht mehr so extrem wie früher, aber ich habe schon an dem Akzent damals rausgehört, das ist doch komisch. Ich meine, klar kann es sein, dass man da ausländische Mitarbeiter dran hat, ist ja bei Amazon und bei der Telekom ja mittlerweile auch zum Standard geworden. Aber so ein Gestammel und so ein Gestotter und eigentlich wollen sie nur das Geld haben und es geht immer nur ums Geld, das ist mir halt damals dann selbst aufgefallen. Nun ja, dann habe ich halt eben auch irgendwann, viele Jahre später, den Callcenter-Fan entdeckt und den Kai-Uwe Meier und dann gab es ja noch Blöder King und dann hat Callcenter-Scambaiting angefangen und irgendwann dachte ich dann halt, das mache ich auch. Denn umso mehr Menschen von solchen Maschen eben informiert werden, umso weniger Menschen können darauf reinfallen. Nur hier unbedingt nochmal der eindringliche Hinweis, nicht unbedingt zum Nachmachen empfohlen, denn wer sowas hier nachmachen möchte, sollte auf jeden Fall sich darüber bewusst sein, dass ihr euch dort mit höchst kriminellen Menschen anlegt. Nicht unbedingt die, die jetzt hier am Telefon sind, die sind auch kriminell. Aber denen ihr damit wehtut, also in Form von ihr missbraucht die Mitarbeiter und verplempert deren Zeit hier, das kostet ja dem Inhaber von diesem ganzen kriminellen Laden Geld. Und das erfreut die bestimmt nicht. Von daher sollte man sich definitiv darüber bewusst sein, dass man sich hier im höchsten Maße digital schützen muss, dass man nicht an eure privaten Daten kommt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr möchtet, abonniert sehr, sehr gerne den Kanal, falls noch nicht getan. Damit unterstützt ihr das Projekt auf jeden Fall und ihr verpasst auf jeden Fall nichts mehr, wenn es was Neues gibt. Am besten mit Klingelglöckchen, weil dann gibt es auch direkt eine Information, wenn was Neues veröffentlicht wurde. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.